Die Sonderschule Schwechat veranstaltete bereits zum 6. Mal ihr Zirkusfestival. Dabei schlüpften die Schüler in die Rolle der Artisten und waren mit Feuereifer bei der Sache. Also man kann es kaum glauben. Für uns ist es immer wie ein Wunder, wenn aus nichts so ein Fest entsteht. Und die Kinder genießen diese Tage dermaßen, man hat es in ihren Gesichtern gesehen, wie sie aufleben. Und für manche Kinder sind das Bewegungsabläufe, die sie ja außerhalb dieser Tage niemals erfahren. Das darf man nicht vergessen, wir haben ja auch schwerstbehinderte Kinder, die ständig im Rollstuhl liegen oder auf einem Liegesack. Und für die sind diese Bewegungen, diese außergewöhnlichen, ein außergewöhnliches Geschenk. Und alleine für das lohnt es sich, das Geld auszugeben und diese Zeit, das Opfern ist es ja nicht. Denn die Kinder lernen ja unheimlich viel dabei, bei diesem Zirkusworkshop. Man darf nicht vergessen, da müssen sie Serialität, sie müssen Körperbeherrschung lernen, sie müssen warten lernen. Dinge, die für unsere Kinder oder manche unserer Kinder nicht selbstverständlich sind. Und das alles wird diese 5 Tage trainiert und das ist jeder Cent wert. Und wir freuen uns immer auf diese Tage. Und die Kinder vererben diese Freude schon an die neuen Schüler und die erwarten diese Tage auch immer schon mit großer Spannung. Es ist jedes Jahr wieder ein ganz besonderes Erlebnis, wenn man sieht, was hier wirklich möglich ist und was diese zwei, der Dido und die Beatrice, auch mit den Kindern in der kurzen Zeit erarbeiten. Also in einer Woche so ein Programm hinzustellen, ist schon eine tolle Sache. Was hat Sie besonders fasziniert? Mich faszinieren immer diese Übungen auf dem Trampolin mit den Rollstuhlkindern, weil das wirklich eine ganz, ganz großartige Sache ist und man sieht auch so die Freude in den Augen der Kinder. Wunderbar. Super! Super, was kalt! Wie geht man an so ein Projekt ran? Mit voller Freude und einfach Vertrauen den Kindern zu schenken. Und vom Anfang an diesen Gefühl geben, ihr macht das, ihr schafft das. Und wie eben vom Anfang an gewissen Übungen und das wird von Tag zu Tag immer das Gleiche. Und wie gesagt, Vertrauen schenken und wir sagen, ihr macht das alleine und ihr schafft das. Und dann passiert das von Tag zu Tag immer besser und beim Aufführung läuft perfekt. Wie weiß man das, was man den Kindern zutrauen kann? Wie erfährt man das? Ja, man lässt die Kinder einfach machen. Man gibt da irgendwie ein Thema vor und versucht das dann so hinzubringen, dass sie dann auf der Bühne selbstständig vor Publikum stehen können und sich präsentieren können. Es klingt so lustig, Zirkusprojekt, aber der pädagogische Hintergrund ist, sich in der Gemeinschaft, im Team aufeinander einzulassen. Sie haben auch gesehen, es sind die Kleinen, die Großen, die Schwerstbehinderten mit den nicht körperbehinderten Kindern, es sind die etwas schwierigeren Kinder mit allen Groß und Klein beisammen. Und das ist das Entscheidende, sich im sozialen Ganzen auf das einzulassen, auf diesen Tag. Und das wird besonders professionell vorbereitet von den beiden Dido und Beatrice.